Endlich! Eine Taucheruhr für fast alle. Das gucken wir uns jetzt an, was diese Uhr so besonders macht, warum sie ganz, ganz viele Leute tragen können, warum ganz viele schon darauf gewartet haben und. Viel Spaß dabei. Guckt euch an. Erster. Jetzt wieder Dave von Watch David. Hi, hab heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar aus dem Hause Davosa. Guck mal hier. Argonautik 39 mit 39,5 mm. Darauf haben ganz viele von euch gewartet. Und ja, ich finde es klasse, dass Davosa jetzt diese Größe rausgebracht hat. Wir gucken uns das auch gleich an meinem Arm an. Ich habe schon lange drauf gewartet. Ich finde es einfach nur stark. Für alle, die ich bisher noch nicht gesehen und gehört habe, noch ein frohes neues Jahr. Gesundheit, Glück, das volle Programm wünsche ich dir. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht. Und ja, jetzt gucken wir mal, was uns das Uhrenjahr 2024 so alles beschert. Freue mich, dass du da bist. Und jetzt gucken wir uns die Uhr mal genauer an. Endlich gibt es diese schöne Davosa auch in klein. Und das Schöne ist, schaut mal hier, 17er Handgelenksumfang, 39,5 mm. Das passt perfekt. Und dann verjüngt es sich unten. Ja, trägt sich super angenehm, das muss ich wirklich sagen. Die Größe ist wirklich richtig, richtig nice. Was sagst du denn? Brauchst du eher eine kleinere Uhr oder eher eine größere? Der Trend geht ja wieder zu kleinen Uhren. Ja, und ich muss wirklich sagen, 39 bis 40 ist genau meine Größe. Ich trage auch gerne 40, 41, 42. Kommt ja auch immer auf die Werte an. Aber die Uhr, das macht schon richtig gut was her. Ihr seht da jetzt alle 7 Varianten. Ganz links hier seht ihr jetzt meine aktuelle Variante. 948 Euro. Das Ganze gibt es noch in Blau und in Grün. Dann gibt es das Ganze noch mit der Beyond Steel Lünette für 978 Euro, wie wir hier sehen. Und dann gibt es noch die zweifarbigen, einmal hier mit Schwarz und einmal hier mit Blau und Gold für 998. Ich habe ja bereits die 43er Argonautik mit Beyond Steel ausführlich getestet, hier bei YouTube und bei mir im Blog mit der ausführlichen Spezifikationstabelle. Link wie immer alles unten in der Beschreibung. Lest euch das mal durch. Und das ist jetzt eben die kleinere Variante. Die kann aber alles, was der große Bruder eben auch kann. Wir haben ja auch schön Faltschließe. Seht ihr hier. Und natürlich Tauchverlängerung. Ganz easy zu handeln. Und das alles in diesem filigranen Design. Das macht halt schon richtig gut was her. Die macht halt am fast jedem Handgelenk eine super Figur. Ganz viele werden diese Uhr jetzt tragen können, weil die 43 mm einfach zu groß war. Und 47 mm Lack-to-Lack, das ist halt ein super Wert. Klar, wenn du einen 23er oder 24er Handgelenksumfang hast, dann ist die Uhr natürlich zu klein. Dann solltest du auf jeden Fall zu der 43er Argonautik greifen. In der Dunkelheit leuchtet alles mit Swiss Super Luminova BGW9, wie wir hier sehen können. Die Lünette besteht aus Hightech-Keramik und ist extrem kratzunempfindlich mit einer Härte nach Wicker von 1250 HV. Zudem ist sie hitze- und korrosionsbeständig und besitzt eine Hochglanzpolitur für eine super tolle Haptik. Gehäuse, Armband und so weiter besteht aus 316er L. Edelstahl. Die Ursprünge kommen aus der Medizin, der sogenannte Chirurgenstahl, der dort zum Einsatz kommt. Durch seine Nickelfreiheit, höchste Strapazierfähigkeit und antiallergenen Eigenschaften ist dieser Stahl in der Uhrenwelt unverzichtbar geworden. Im Inneren
Optik das DAV 3021 mit einer Gangreserve von 38 Stunden. Davosa nennt es ja gerne immer beim eigenen Namen. Verbaut ist hier das Cellita SW200-1, der Klon des weltberühmten ETA 2824-2. 200 Meter Wasserdichtigkeit haben wir. Einen verschraubten Gehäuseboden. Die Krone ist natürlich auch verschraubt. Die Höhe beträgt gerade mal 12,4 mm. Gewicht beträgt 160 Gramm, wenn alle Glieder drin sind. Unboxing Time! Hier sehen wir schön den Würfel. Schöne Pappschachtel. Mit dem Logo hier drauf. Sehr schön. Dann die eigentliche Verpackung. Holzschachtel, Hochglanz. Ihr wisst ja, ich bin ja kein Freund von diesen Hochglanzschachteln bzw. Boxen. Mache ich das gute Stück mal auf. Und das Ganze sieht jetzt so aus, dass die Uhr jetzt nicht hier drauf ist, weil sie wurde schon für mich gekürzt. Und deswegen haben wir die reingelegt, weil sie passt gekürzt nicht um das Kissen. Hier sind die zusätzlichen Glieder. Diese Uhr gibt es ja wieder als Fotouhr in meinem Shop. Ein paar Euro günstiger. Guckt es euch an. Gibt es nur ein einziges Mal. Wenn weg, dann weg. Hier haben wir jetzt noch das kleine Büchlein. Davosa Swiss mit allen notwendigen Informationen. Und die Uhr kommt natürlich komplett verklebt hier an. Und das machen wir jetzt mal ab. So sieht das ganze gute Stück dann entfoliert aus. Ihr seht schon schön das Anti-Reflex-Saphirglas. Habt ihr jetzt schon den Unterschied auf dem Zifferblatt erkannt? Das Zifferblatt ist jetzt glänzend. Ein besonderes Merkmal der 39er Serie. Mein Fazit, ich habe ja zuerst gesagt, ja, 39, ich möchte ja auch irgendwie gerne ein neues Modell, aber bekommt Davosa das hin? Ja, also kann ich wirklich nur sagen, und ich möchte sie auch nicht mehr hergeben. Die 43er liegt im Moment viel länger als jetzt hier die 39er. Die ist im Moment wirklich fast jeden Tag bei mir am Arm. Ja, ich trage sie gerne. Ausgewogenes Gewicht, tolle Verarbeitung, wie bei Davosa gewohnt. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach top, wie wir ja wissen. Und wenn du dich mit Davosa das erste Mal beschäftigst, dann solltest du dir mal die ganzen Davosa-Videos hier bei mir im Kanal anschauen. Die Uhrenmarke ist wirklich tipptopp. Und wenn du schon immer mal eine kleinere Uhr gesucht hast, wo du sagst, Mensch, die Argonautik-Serie, die gefällt mir richtig gut, aber 43 war immer zu groß, dann bist du hier auf jeden Fall genau richtig. Schau sie dir mal an, mach sie mal an den Arm. Ich bin mir sicher, du wirst auch begeistert sein. Also in dem Sinn, freue mich, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Du bist ja jetzt sowieso gerade hier, dann klickst du da jetzt mal ganz kurz drauf. Und wir sehen uns im nächsten Video. Freue mich auf dein Abo und hab eine gute Zeit. Hau rein, ne? Mach's gut, wir sehen uns. Ciao.